Es war ein sehr reicher Vater, der nach einer langen, langen Zeit einen Sohn bekommen hat. Und diesen Sohn hat er sehr verwöhnt. Alles, was er wollte, hat er ihm gegeben, in die besten Schulen gebracht. Kurz gesagt, verwöhnt. Nach den Jahren, wo das Kind schon ein bisschen gewachsen ist und zu einem Teenager geworden ist, mit 16, 17 Jahren alt, jeden Tag ist er fortgegangen mit Freunden, hier, dort, überall hat er Geld ausgegeben. Sein Vater hat ja genug gehabt. Überall hat er Geld ausgegeben, da und dort. Und solche Freunde will jeder haben. Alle waren seine Freunde. Jeder war immer mit ihm zusammen. Er ist nie alleine rausgegangen spazieren. Jedes Mal eine große Gruppe von Jugendlichen hat ihn umkreist. Überall war er immer mit allen zusammen. Sein Vater sieht, dass der Sohn nicht im richtigen Weg geht, dass er jeden Tag ausgeht, jeden Tag geht er spazieren mit Freunden, er gibt immer Geld aus. Nicht, dass es für ihn wichtig war, jetzt das Geld. Er hat ja genug Geld gehabt, aber das Benehmen, wie es ist, weil Geld hat man nicht immer. Man hat es, einmal hat man es, dann kann es sein, dass man es nicht haben wird. Und deswegen hat er seinen Freund gesagt, mein lieber Sohn, der Weg, den du gehst, ist nicht gut. Und diese vielen Freunde, die du hast, auf die kannst du dich nicht immer für immer verlassen. Eine Frage an dich, mein lieber Sohn. Sag mir jetzt, von all diesen jungen Männern, die mit jemandem spazieren gehen, wie viele sind deine echten Freunde davon? Sagt er, das ist eine schwere Frage von so vielen. Über 100 sind es bestimmt. Über 100 enge und gute Freunde habe ich bestimmt. Sagte, wie kann es sein? Über 100 Freunde? Ich bin schon 70 Jahre alt und mit meinen 70 Jahren, die ich gelebt habe und schwer dafür gearbeitet habe, habe ich nur einen und einen halben Freund. Und du mit 16, 17 Jahre, hast schon über 100. Wie kann es sein? Wenn du mir erlaubst, können wir vielleicht einen kleinen Test machen, um zu prüfen, wer wirklich dein Freund ist oder nicht, sagte, kein Problem. Wir werden jetzt ein Lamm schlachten. Das Blut, was rauskommt, werden wir dein Gewand werden wir verschmutzigen damit. Nachher werden wir den Kopf nehmen vom Lamm und ihm ein Leintuch geben. Davon wird ein bisschen noch Blut tropfen. Und du wirst damit mitten in der Nacht zu deinen besten Freunden gehen, dort anklopfen und sie um Hilfe bitten. Du wirst ihnen sagen, du hast einen Menschen umgebracht und du läufst jetzt weg von der Polizei und du bittest sie um Hilfe. Werden wir sehen, wer dir von deinen allen 100 Freunden, wer dir helfen wird. Sagt er, ich bin mir sicher, alle, wenn nicht alle, zumindest über die Hälfte werden mir sicher helfen. Probier es aus. Er geht zum ersten Freund, klopft an. Ja, schau, es ist was Schlimmes passiert. Ich habe mit jemandem gestritten und ich war wütend und ich habe ihn umgebracht. Jetzt habe ich den Kopf und dein Kopf ist bei mir da. Nein, doch bitte, Polizei ist nicht mehr, bitte lass mich rein, hilf mir bitte. Sagt er, hey, Moment, stopp, es gibt Grenzen, was, lass mich rein. Wenn du jetzt reinkommst, ich bin mitbeteiligt in deinen Verbrechen. Tut mir leid, auf Wiedersehen. Was, das war mein bester Freund? Okay, ich gehe zum zweiten. Klopf dann beim nächsten. Bitte hilf mir, es ist was Schlimmes passiert, ich brauche deine Hilfe, bitte. Sagt ihm, schau, ich bin jetzt frisch verheiratet und wenn man mich erwischt, ich will nicht, dass meine Frau das hört, bitte, ich kann dir nicht helfen. Er geht zum anderen. Schau, ich bin jetzt nach einem Verfahren und es tut mir wirklich leid, ich würde dir gerne helfen, aber du weißt, es ist gefährlich, bitte such woanders deine Hilfe. Beim anderen, verschwinde, ich will dich nicht mehr sehen. Und kurz gesagt, niemand von all seinen Freunden war bereit, um ihm zu helfen. Er kommt nach Hause, war ganz verärgert auf seine Freunde, aber und auch traurig. Wie kann es sein, ich habe all meinen Freunden so viel anvertraut und jetzt niemand von diesen Freunden in den schwierigen Zeiten war für mich da. Sagt ihm aber, Vater, ich bin neugierig, ob deine Freunde es getan hätten. Sagt ihm, kein Problem. Mach dasselbe Theater auch bei meinen halben Freunden. Zum ganzen Freund will ich dich nicht schicken. Schau, er wohnt sehr, sehr weit weg. Ich bin schon alt und ich habe Angst, dass während du fortgehst, dass mir irgendetwas passiert. Deswegen
geh nur zu diesem halben Freund und probier mal aus. Okay, er nimmt das Ganze, kommt, macht dasselbe Theater auch bei diesem halben Freund. Als er anklopft und sagt, ich bin der Sohn von, es ist, sagt er, zuerst einmal, komm mal rein. Das ist das Wichtigste einmal, dass du reinkommst, dass niemand dir hinter dir her ist. Jetzt, was hast du gemacht? Es ist was Schlimmes, man darf nicht töten. Luthier Zach, und du musst ein bisschen über deine Aggression, du musst dich ein bisschen beherrschen. Es ist nicht gut. Und er hat ihm viel Muster gegeben. Da hat er ihm gesagt, jetzt wechsel deine Kleidung, wir nehmen diesen einen Kopf. Wir werden ihn jetzt begraben. Er hat es gehalten, damit er nicht sieht, was drin ist. Begraben wir es bei mir im Garten. Und nachdem sich die Lage beruhigt hat, zuerst einmal wirst du was essen, was trinken. Nachdem sich die Lage beruhigt hat, kannst du dann weitermachen. Nach einem Tag, nach zwei, drei Tagen, er sagt ihm, schau, danke dir vielmals. Jetzt, ich glaube, die Lage hat sich wohl, ich gehe jetzt wieder zu meinem Vater. Ja, geh zu deinem Vater, aber nochmals, vergiss nicht, du musst über dich beherrschen und es ist nicht gut, dass man so wütend ist und so. Er hat ihn geschickt, er kommt zu seinem Vater. Vater, wenn das der halbe Freund ist, er ist viel mehr wert als all meine ganzen Freunde. Er hat mir so viel, Besseres habe ich mir nicht erwartet. Und wenn das nur die Hälfte ist, ich will diesen ganzen Freund kennenlernen. Bitte, lass mich diesen ganzen Freund kennenlernen. Ich habe schon am Anfang gesagt, ich kann es nicht machen. Er wohnt weit weg und es ist unmöglich. Bitte, lass es so, wie es ist. Bitte, 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 jeden Tag, bis der Vater gesagt hat, okay, aber unter einer Bedingung. Du versprichst mir, dass du, nachdem du ihn besucht hast und eine Weile bei ihm warst, dass du wieder zurückkommst zu mir. Sagt er, versprochen, kein Problem, mein Vater, ich werde es machen. Er geht dorthin, sucht die Adresse, findet den Platz, er schaut sich die Adresse, sieht, es ist keine Wohnung, kein Haus, sondern ein riesengroßer Schloss. Vielleicht hat er sich bei der Adresse geirrt, kann nicht sein. Und dort sind einige Wächter, die passen dort draußen auf. Einer kommt zu ihm und fragt ihn, ja, wer bist du, was brauchst du? Sagt er, ja, ich suche den einen Mann. Wohnt er hier? Sagt er, ja, das ist der Besitzer von diesem Schloss. Er wohnt hier, aber den kannst du nicht einfach so mit ihm reden, weil um mit ihm einen Termin zu vereinbaren, dann musst du das mal monatelang warten. Und dann nur Fürste und Präsidenten und wirklich die High Society, nur die können sich mit ihm einen Termin vereinbaren und mit ihm so reden, weil er ist sehr beschäftigt und okay, kein Problem. Aber kannst du zumindest sagen, dass der Sohn von dem und dem ist hier? Ja, das werde ich ihm ausrichten. Er geht dort rein, der Wächter geht rein, plötzlich der Hausherr rennt raus, kommt zu ihm, sagt, du bist der Sohn von dem und dem? Ja. Er umarmt ihn, oh, was für eine Ehre ist es für mich. Du bist der Sohn von meinem allerbesten Freund. Und heute endlich, ich habe mit deinem Vater habe ich sehr, sehr enge Verhältnisse. Wir haben viele Geschäfte zusammen gemacht. Wir haben viele Briefe zueinander geschrieben. Nur wir haben uns nie im Leben gesehen. Was, nie im Leben gesehen? Und das ist der Freund, ja. Komm rein zu mir nach Hause. Jetzt, du musst mich aber entschuldigen, bin mitten in der Besprechung, ich mache sie kurz fertig und nachher werden wir weitermachen. Er war mit den Fürsten, sagte ihm, es tut mir leid, wir müssen unsere Besprechung jetzt verkürzen, beenden. Und er macht ihm sofort einen Tisch auf, macht für ihn dort wie eine Hochzeit. Vom Allerbesten, alles vom Besten und viele Musiker und viele, war viel los, nur eine riesengroße Feier, weil endlich habe ich gesehen, den Sohn von meinen besten Freunden. Nach der Feier sagt ihm, schau, wir gehen jetzt schlafen, morgen in der Früh stehst du auf. Ich kann leider nicht den ganzen Tag mit dir bleiben, weil ich habe vieles zu tun. Aber alle meine Diener hier, alles was du sagst, ist für sie heilig. Bitte nur alles was du willst, ein Wort von dir und die werden alles machen. Sagt er, ja, ja, okay, danke, kein Problem. Sie legen sich in der Früh, nun, er wacht auf, will essen, der Tag geht so schnell vorbei, vor lauter Spaß, vor lauter Freude.
am Abend, die treffen sich beim Abendessen. Und wie war es? Hat es dir gefallen hier? Hast du Spaß gehabt? Sagte, ja, das war, man hat mich hier gut behandelt, alles war super. Sagte, okay, jetzt gehen wir heute am Abend schlafen. Morgen in der Früh, hier, du bekommst von mir die Schlüssel von meinem ganzen Schloss. Du kannst überall reingehen, was du willst und schau dir alles an. Okay, am nächsten Tag, er nimmt die Schlüssel und macht einen Rundgang ums ganze Schloss. Er schaut sich alle Zimmer an, er geht, macht einige Türen auf, sieht die Türen von seinen Schatzkammern, voll mit Diamanten, voll mit wertvollen Sachen. Wahnsinn, so ein Reichtum. Und das Ganze vertraute mir an, obwohl er mich nicht kennt. Er hat nur einen Tag kennt er mich. Ein Wahnsinn. Er schaut sich alle Zimmer an, alles war wunderschön. Bis er in den Dachboden geht, in den Dachgeschoss. Er versucht dann eine Tür aufzumachen. Er sieht, diese Tür geht nicht auf. Wieso geht er? Er versucht alle Schlüssel, es geht nicht. Nun, am Abend treffen sie sich und er fragt, nun, wie war es heute? Hast du dich amüsiert? Sagt er, ich habe dein ganzes Schloss habe ich da erforscht, alle Zimmer habe ich angeschaut, ein Wahnsinn, wunderschön, alles schön hergerichtet, alles wunderschön. Nur eine Frage habe ich an dich, was ist dort in diesem einen Zimmer am Dachboden? Ich habe versucht es aufzumachen, aber kein Schlüssel, du hast vielleicht einen Schlüssel vergessen mir zu geben. Sag ihm, nein, Schlüssel habe ich dir nicht vergessen zu geben, nur das, was dort in diesem Zimmer ist, das bitte ich dich, dass es mein Geheimnis bleibt und das kann ich dir nicht erzählen. Sagt er, was, wieso? Bitte frag keine Fragen. Du siehst, alles vertraue ich dir, aber nur diesen einen Zimmer, lass es bitte sein und frag bitte keine Fragen. Nun, okay, die haben fertig gegessen, danach gehen sie schlafen. In der Früh steht er auf und als allererstes, er war sehr neugierig. Er durfte nicht fragen, was dort in diesem einen Zimmer gibt. Er durfte nicht, alles hat ihm anvertraut, alle seine Schatzkammern. Nur das, was dort in diesem einen Zimmer ist, das hat er ihm nicht anvertraut. Er geht rauf, er sagt, ich muss wissen, was dort drinnen ist. Die Neugier. Er geht dorthin, geht zum Schlüsselloch, beugt sich, um zu sehen, was dort in diesem Schlüsselloch gibt. Psch. Was sieht er dort? Das erfahrt ihr nach der Werbung.